man denkt gern von der Feenwelt. Da flattern wir munter hin und her, wie's uns gefällt. Ich legte mich ins Zeug, kam richtig in Fahrt, denn so ist es meine Art. Doch sowas ist nicht Feenart. Ausgeschlossen wollte ich nicht sein. Sie macht ein Picknick, also lud ich mich dazu ein. Auch weil es wurde mit Kritik nicht gespart. Hey, das ist nicht Feenart. Nein, Christa, nicht unsere Art. Und dann traf mich der Schlag am Prüfungstag. Dass ich es schaff, hätt ich gedacht. Doch dann hab ich's falsch gemacht. Gefallen. Aber das wirst du diesmal nicht, weil du nämlich eine Feentrainerin hast. Mich! Aber was weißt du denn schon über Feen? Du sagtest, sie sind elegant und zierlich. Tja, ich war auf einer Prinzessinnenschule und hatte Unterricht in Tanzen und Etikette. Ja, in Ordnung, verstanden. Du hast den Job. Legen wir los! Erste Lektion. Lass dein Armband nicht knallen, wenn du dich freust. Na schön, guter Tipp. Ein Lächeln ist doch gar nicht so schwer. Königlich handeln, doch was ist damit nur gemeint? Wir machen oft die Erfahrung, vieles ist nicht, wie es scheint. Wir sorgen für unsere Familien, was sehen wir als Familie an? Alle, die unser Königreich bilden, Mädchen, Junge, Frau oder Mann. Der Standpunkt, den ich hab, steht ein für alle Mann. Auch hart dafür bezahlt, denen fühle ich mich verpflichtet, die tapfer auf mich bauen. Für das Königreich kämpf ich, denn es schenkt mir sein Vertrauen. Mein Weg ist klar, trotz der Gefahr. Mein Weg ist klar. Sophia hat recht. Als die zukünftige Königin des Zauberreichs schulde ich es, meinen Untertanen für sie zu kämpfen. Lasst uns umkehren. Ich weiß, du meinst es gut, aber du bist doch auch immer noch ein Kind. Ich verspreche, dass ich die tapfersten Männer des Landes zusammenrufen werde und zurückkehre, sobald ihr in Sicherheit seid. Was mag meine Bestimmung sein? So fragte ich, da war ich noch klein. Nun ist klar und ich sehe es ein. Mein Standpunkt steht. Ich muss das jetzt tun. Ich wünsche mir, ein Flügelpferd zu sein. Warte! Oh. Sophia? Ich komme mit dir! Amber, nein! Als ein Prinz, der bald Ritter wird, helfe ich dem Trupp ganz unbeirrt. Sir James hat recht, uns ruft die Pflicht. Uns braucht das Zauberreich, zögert nicht. Helferich? Wir müssen das Schiff sofort wenden. Wir haben es schon gewendet, Majestät. Der Standpunkt, der uns eint, steht ein für alle Mal. Königlich sein heißt treu sein unser Ja. Denen fühlen wir uns verpflichtet, die tapfer auf uns bauen. Um das Königreich geht's hier, denn es schenkt uns sein Vertrauen. Thank you.
Der Schritt vom Dorf in das Schloss war leicht zu schaffen. Doch der Weg, den ich dann ging, war oft schwer. Erst war ich ziemlich überfordert als Prinzessin. Aber nun bin ich hier und hier gehör ich her. Wenn ich nun stehe vor all den Leuten, die mir wichtig sind, dann suche ich nach Worten, die perfekt und richtig sind. Will ich die Rede halten, will ich sie so gestalten, dass ich etwas Bewegendes sag an so einem Tag. Ich konnte dich mir niemals vorstellen als Prinzessin, doch war immer diesem Wunsch zugeneigt. Du warst zunächst ein kleines Mädchen aus dem Dorfe, doch du weißt, was du willst und hast es uns gezeigt. Wenn du dann stehst vor all den Leuten, die dir wichtig sind, weiß ich, du findest Worte, die perfekt und richtig sind. Die Zuhörer berührst du, dass ich dich liebe, spürst du. Es ist fast wie beim Ritterschlag an so einem Tag. An so einem Tag. Ich muss mich vorbereiten, irgendwann bin ich schließlich die Königin, mir ist so königlich. Mich darin zu üben, bin ich gern bereit. Ich brauch dazu erst mal das richtige Kleid. Wie gerne trüg ich meine Ritterrüstung halt. Das ist ein Tag, auf den sich jeder Ritter freut. Ob sich die Gelegenheit nicht finden lässt, heute Abend vielleicht auf dem riesigen Fest. Dem riesigen Fest. Dass ihr die Schule abschließt, kann ich noch kaum fassen. Dass ich euch wiegte, liegt noch gar nicht so fern. Wir wollen die Schule nicht noch länger warten lassen. Ha, stets passt helferig auf, drum haben wir ihn gern. Oh, die Prinzessin kommt, die unser Herz zum Schmelzen bringt. Zu diesem Tag wollen wir ihr etwas bieten unbedingt. Zum Fest nicht zu vergessen, gehört auch gutes Essen. Also gibt es, was Sophia mag. An so einem Tag. Die Torte schmeckt tatsächlich toll, habt vielen Dank. Nehmt euch davon, esst meinen Teller blitzeblank. Macht es du nicht mal einen Edelstein für mich? Natürlich. Na dann, ziert er jetzt dieses Diadem und strahlt für dich. Ach, er ist so wunderschön. Seht ihr Freunde und Familie begleiten mich. Auch du bist hier. Nicht mehr lange, dann ist es und soweit. Und du, mein Schatz, gefällt es dir? Ich hab euch an meiner Seite, darum weiß dein Kleid, ich, dass du versteckst, was auch immer mir geschieht, ich bin dazu bereit. Den ganzen Hof hat die Begeisterung schon angesteckt. Ihr habt das Ziel erreicht, damit verdient ihr Respekt. Drum lasst uns jubilieren, um euch zu gratulieren. Jetzt weiß ich, dass ich halt nicht du wirst es uns zeigen. Nun seht ihr, dass jeder euch fragt. An so einem Tag. Oder klickt hier für weitere Videos und seht eure Lieblingsfreunde auf Disney Junior.